So, wir sind startklar. Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Tag der Bits und Bäume-Konferenz. Heute erwarten uns wieder ganz viele spannende Vorträge und Workshops. Und hier in diesem Raum machen wir heute den Start mit den digitalen Beteiligungsformaten für die nachhaltige Transformation. Und wir werden von unseren vier Gästen hier ein bisschen was über Erfolgskriterien und Fallstudien hören. Und einen Moment, da werde ich einmal Ihnen zeigen, was uns da genau erwartet. Und zwar, genau, wir haben heute zu Gast Angela Oehls von der Uni Augsburg und sie wird uns ein bisschen was erzählen zu der Definition und auch der Messbarkeit von Erfolg bei digitalen Beteiligungsformaten. Dann außerdem Rainer Rehack von der TU Berlin und vom Weizenbaum-Institut, der ein bisschen darüber erzählt, wie dann sinnvolle Beteiligung eigentlich durch Hackathons passieren kann oder vielleicht auch nicht. Dann Sibylle Bauriedel von der Europa-Uni Flensburg. Sie erzählt uns zu digitalen Beteiligungsplattformen der Kommunalpolitik, ein Instrument zur Akzeptanzbeschaffung oder für progressive Nachhaltigkeitspolitik. Und zuletzt noch Andrea Hamm von der FU Berlin und der TU Berlin über die ungenutzten Potenziale von Civic Tech Initiativen. Wie können sie im kommunalen Transformationsprozess verankert werden? Also viele spannende Vorträge zu den Beteiligungsplattformen, die in immer mehr Kommunen und Städten eingesetzt werden. Wir erfahren, welche Formate funktionieren, welche schlagen fehl und warum. Und damit übergebe ich an die erste Vortragende. Dankeschön für die... Achso, stimmt. Ich habe ja mein eigenes Mikro. Guten Morgen. Schön, dass ihr es hierher geschafft habt zu dieser frühen Stunde. Wir wissen, dass ihr dafür früh aufgestanden seid. Also danke. Wir wollen in diesem Panel diese Fragen besprechen. Also, welche digitalen Beteiligungsformate halten wir eigentlich für sinnvoll? Und zwar, um die Transformation, die sozial-ökologische, voranzubringen. Dazu finden wir interessant Civic Tech und fragen uns, ob man dieses Wissen und diese Kultur eben einbringen kann. Wir fragen uns, was für Qualitätskriterien wir anlegen sollten. Und auch eine ganz wichtige Frage ist, wie man die Userinnen an der Ausgestaltung der Plattformen mitwirken lassen kann. Wir hoffen aber, dass ihr noch viele weitere Fragen habt, die wir in der Diskussion dann besprechen können. Das ist so das, was wir uns vorgenommen haben für das Panel. Ich bin Politikwissenschaftlerin von der Uni Augsburg und ich bringe aus dem politikwissenschaftlichen Instrumentenkasten heute was mit, nämlich ein Set von Kriterien, mit denen man die demokratische Qualität von Beteiligung evaluieren kann. Und das illustriere ich an einer Fallstudie aus München. Was ich vortrage, habe ich gemeinsam erarbeitet mit Johannes Rupp vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Der war auch der Projektleiter. Das Projekt stelle ich gleich vor. Und Fabian Pfeiffer von der Universität Wien. Ja, ich beginne mit der Vorstellung des Projekts. Was war unsere Fragestellung? Ich möchte euch fünf demokratietheoretische Sichtweisen auf Beteiligung vorstellen und dann unsere Befunde. Also wie schneidet eigentlich dieses konkrete Verfahren ab im Hinblick auf die Bewertungskriterien? Ganz kurz, das Projekt ist also das Grüne Stadt der Zukunft, klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt. Das hat 2021 geendet, war 3 Jahre lang. Es ist jetzt nochmal in eine Verlängerungsphase gegangen. Und in dem Projekt ging es darum, wie wir eigentlich mit der zunehmenden Erwärmung der Städte und auch Starkregenereignissen umgehen. Also es ging um Anpassung. Und das Wichtige an dem Projekt war, dass man sich gefragt hat, wie können wir private Akteure und Akteurinnen beteiligt kriegen? Denn viele Grundstücke sind ja in privater Hand. Und ja, das war sozusagen das Ziel. Ihr könnt mehr Informationen über das Projekt hier auf der Webseite vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung finden unter dem Stichwort Grüne Stadt.
Ich werde jetzt hier den Projektteil vorstellen, an dem das IÖW gearbeitet hat. Ihr habt gesehen, Projektpartner war auch die Stadt München und auch TU und LMU München. Unser Teil war also die innovative Beteiligung und wir haben hier mit der Methode Zukunftsbild gearbeitet. Und das ist ganz wörtlich zu nehmen, nämlich wir haben einen professionellen Zeichner beschäftigt, der für uns schöne Bilder gezeichnet hat. Wo hat er die hergenommen? Wir haben also viele Recherchen angestellt. Wir haben sozusagen Input gegeben in die Beteiligungsprozesse. Wir haben Vorschläge gemacht, wie könnte eine bestimmte Straßenecke, und das ist hier die Schwanthaler Straße, im Jahr 2040 aussehen. Und zwar ging es natürlich vor allen Dingen um Begrünung, deswegen auch Grüne Stadt, der Projektname, um der Hitze durch mehr Pflanzen sozusagen zu begegnen. Aber es ging auch um andere Stadtplanungssachen wie Verkehrsberuhigung, mehr Fahrradwege, mehr Platz für Fußgängerinnen und eben auch die aktive Einbindung der Menschen, die dort leben, in diese Begrünung. Genau, man sieht hier sozusagen zwei alternative Bilder derselben Kreuzung. Und so sind wir reingegangen und haben dann die Teilnehmer in unseren Workshops gefragt, was fehlt euch in diesen Bildern, was würdet ihr gern noch da sehen, was findet ihr gut, was soll im finalen Bild drin bleiben? Und daraus wurden dann abschließende Zukunftsbilder. Und Bilder, die ihr jetzt im weiteren Verlauf der Präsentation seht, sind dann schon größtenteils die finalen Bilder. Ja, wir haben uns also dann gefragt, wie kann man denn jetzt den Erfolg, die demokratische Qualität der Beteiligung von diesen Zukunftsbildprozessen bewerten? Und was war daran jetzt digital? Das war tatsächlich by accident, nämlich wegen Corona mussten die kurzfristig in den digitalen Raum verlagert werden. Das heißt, die haben dann eben auf Big Blue Button stattgefunden und die Bilder wurden dort eingeblendet. Das Material wurde vorab verschickt und dann zur Diskussion gestellt. Genaueres über die Prozesse sage ich jetzt noch unterwegs. Ja, jetzt komme ich mit der Politikwissenschaft. Ich möchte euch einmal schnell durch ein paar von diesen demokratietheoretischen Sichtweisen führen. Technokratisch, liberal, deliberativ, performativ und agonistisch. Und für die Nicht-Politikwissenschaftlerinnen möchte ich dazu sagen, meistens evaluiert man in der Politikwissenschaft mit Habermas. Das ist so der Standard, man nimmt die Kriterien von Habermas. Und der Beitrag, den wir hier leisten wollen, ist zu sagen, hey, haben wir da nicht die performativen und agonistischen Theorien übersehen, die auch einen wichtigen Beitrag leisten. Und den möchte ich jetzt etwas herausarbeiten. Ja, der technokratische Ansatz, der geht auf Max Weber und Josef Schumpeter zurück und in einem Satz zusammengefasst besagt er, das bestmögliche Wissen soll ins Regieren einfließen. Und dann ist die Frage, hat das nun bei diesem Prozess stattgefunden? Ich habe ja schon gesagt, wir haben als Projektteam viele Recherchen angestellt, zum Beispiel zu Vorbildern von anderen Städten. Was haben die Tolles zur Stadtbegrünung und zur Klimaanpassung gemacht und haben das in unseren Bildern auch präsentiert? Wir haben Interviews mit Expertinnen auch geführt, auch mit lokalen Stakeholdern und das ist alles sozusagen eingeflossen. Und auch in den finalen Bildern sind sogar welche Grünpflanzen an welcher Hauswand wachsen. Da ist dann berücksichtigt, ob das eine Nord- oder eine Südwand ist. Also es ist extrem expertokratisch, deswegen sind hier sehr viele grüne Häkchen. Man kann sagen, es war sehr kompetent. Aus Sicht des liberalen Ansatzes, da sprechen wir hier von Theoretikern wie John Stuart Mill und von John Locke, da geht es vor allen Dingen darum, ob ein hinreichend breites Interessenspektrum beteiligt wurde und ob eben gute Lösungen ausgehandelt wurden. Hier sieht man, das war erstaunlicherweise gar nicht der Fall. Wir haben für einen der Workshops nur öffentlich eingeladen und da kam dann halt eine Selektion der Willigen, die sich nämlich alle schon für Klimaanpassung und Stadtgrün interessieren. Es kam aber niemand von der Autolobby oder eben Andersdenkende. Das heißt, es war zu homogen und das Ziel stand halt schon vorher fest, dass es darum geht, mehr Grün. Also auf keinem unserer Bilder war weniger Grün. Das heißt, wenn man einem liberalen Ansatz folgen würde, müsste man das Ganze sehr viel ergebnisoffener gestalten.
Habermas und der deliberative Ansatz. Sie haben ein unheimlich großes Paket von Kriterien. Da kommen wieder auch dem, was wir gerade hatten, wie offen und inklusiv es sein soll, vor. Es kommt auch wieder die Kompetenz vor. Aber für Habermas sind zwei weitere Dinge sehr wichtig, nämlich, dass Lernprozesse stattfinden. Also letztlich ist das Ziel, dass man so lange miteinander redet, bis man sich einig ist und eben dadurch auch wieder ein sehr gutes Wissen sozusagen hat. Und es soll natürlich auch die politischen Entscheidungen beeinflussen, was dort ausgehandelt wird. Und hier sieht man, dass die Ergebnisse doch eher auch nicht so günstig sind. Also es war halt so, dass es bei uns nicht drum ging oder es gab auch einfach nicht den Raum, eine große Deliberation durchzuführen online, ja, wo man sich jetzt Positionen wirklich annähern. Ich habe hier auf dem Bild sieht man unsere Online-Karten und da sieht man, die sind einfach viele nebeneinander stehen geblieben. Da stehen viele ungeklärte Themen, ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber da steht Gentrifizierung, Fragezeichen. Ja, also wenn es hier schön grün wird und verkehrsberuhigt, kann ich mir dann noch leisten, hier zu wohnen. Das sind wichtige, große Fragen, die bei uns nicht ausdiskutiert werden konnten. Zum Zweiten war das so, dass wir zwar versucht haben, die Stadt München zu gewinnen als Partner unserer Veranstaltung, aber München führt halt, muss man auch zu deren Entschuldigung sagen, die führen selber sehr viel Beteiligungsverfahren durch und haben gesagt, also euren brauchen wir jetzt nicht auch noch. Dadurch sind auch wieder die Ergebnisse im luftleeren Raum hängen geblieben. Das haben wir aber auch gleich schon bei der Einladung transparent gemacht, dass wir gesagt haben, das ist hier ein Projekt, was versucht, bundesweit irgendwie Leuchtturmwirkung zu haben, indem wir zeigen, so könnte man Bilder verwenden, aber wir können eben keine Umsetzung versprechen. Trotzdem gab es eine Mini-Umsetzung, aber wirklich eine sehr bescheidene. So, jetzt komme ich noch in meinen letzten 3 Minuten zu den Ansätzen, die mir besonders wichtig sind, nämlich den performativen Ansatz und den agonistischen. Der performative Ansatz geht davon aus, dass Demokratie den Zweck hat, dass hegemoniale Machtverhältnisse verändert werden sollen, dass eben Demokratie dazu beiträgt, das auszuhandeln und dass Macht halt im Diskurs ist. Und hier ist die Frage, ist eigentlich irgendwas, was über den Status quo hinausgeht, rausgekommen? Sind alternative Diskurse entstanden und auch neue Handlungsmöglichkeiten? Hier würden wir behaupten, dass wir da besser abschneiden. Und zwar aus dem Grund, weil wenn man sich jetzt hier das Bild von der Landwehrstraße zum Beispiel ansieht, ist es eben wirklich, dass Fußgänger und Radfahrer komplett den Straßenraum zurückerobert haben. Und das ist eine Straße, wo heute Auto an Auto im Stau steht. Und auch, wir haben auch Befragungen am Ende der Workshops gemacht, 90% der Teilnehmenden haben gesagt, dass sich für sie neue Handlungsmöglichkeiten erschlossen haben. Der agonistische Ansatz sagt, wir haben Probleme voneinander zu lernen und miteinander zu sprechen, weil eben auch unsere Identitäten mit dranhängen an unseren Positionen. Wir identifizieren uns sehr stark mit unseren Positionen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Raum für Pluralismus schaffen und uns nicht versuchen zu einigen. Und dann ist hier die Frage, wie wurde das umgesetzt? Und dass es aber einen sicheren Raum für die Austragung von Differenz gibt. Und dass eben Differenz respektvoll ist und nicht in Othering endet, dass man sich Feinde wird, sondern man wird einfach sich respektierende Gegner. Und hier, wie ihr seht, geben wir uns auch gute Noten für unseren Prozess, dass wir sagen, ja, es war ein sehr, also es war plural im Rahmen dessen, was wir gemacht haben. Natürlich ist hier wieder der Wermutstropfen, dass eben Andersdenkende einfach nicht anwesend waren. Gut, ich lasse es dabei. Ich könnte zu jedem Ansatz noch sehr viel mehr sagen. Fasse einfach noch einmal zusammen, dass wir also insgesamt gesehen haben, die Zukunftsbildmethode in dieser Fallstudie in München hatte große Expertise. Es fand eine respektvolle Auseinandersetzung statt. Es ging über den Status quo hinaus, was dort rauskam. Es hat Menschen zum Handeln mobilisiert. Das habe ich hier übersprungen. Nämlich in diesem Hinterhof seht ihr ein Hochbeet und eine Bank. Die stehen da jetzt wirklich. Aber es ist tatsächlich alles, was umgesetzt wurde. Aber es waren ein paar Menschen so motiviert, dass sie gesagt haben, das nehmen wir jetzt in die Hand und machen das. Ja, Konflikte finden Raum und werden auch eingeladen. Aber eben auf der Negativseite ganz klar, es gab keine Anbindung an den politischen Prozess, was sehr problematisch ist, aber was eben auch von unten trotzdem zu einer Mobilisierung führen kann. Es war nicht ergebnisoffen und auf keinen Fall inklusiv genug. Und damit würde ich auch enden.
Ich will einfach nochmal den Punkt hervorheben. Ich denke, performative und agonistische Theorien sind wichtig, dass wir die bei unserer Evaluation mit in den Blick nehmen. Also, dass wir sagen, wir wollen hegemoniale Diskurse herausfordern und wir wollen Gleichgesinnte mobilisieren. Dankeschön. So. Sehr gut. Ich nehme das so. Ein spannendes Projekt. Danke. Ich glaube. Moment. Kannst du den Monitor noch lauter machen? Ich gehe nach unten, dass ich das sehe. Den Tonleuten sagen. Monitor auf der Bühne. Und das ist ein bisschen schade, dass wir die Folie nicht sehen. Auf der Bühne fast ganz schlecht. Ich glaube, wir sind eh nicht im Bild. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich möchte jetzt auch etwas zu den digitalen Beteiligungsformaten sagen für die nachhaltige Transformation. Wobei mein Thema staatliche Hackathons in Deutschland sind. Erstmal zu mir. Ich bin Rainer Rehack, Informatiker, habe auch einen Hintergrund in Philosophie. Wie gesagt, an der TU und am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Und meine Arbeit, da geht es meistens um die Verbindung von Informatik in der Gesellschaft oder Informatik im Kontext. Und da ist natürlich ein Hackathon eine sehr interessante interessantes Phänomen, weil es genau die Beteiligung mit dem Digitalen und dem konkret Technischen verbindet. Erstmal, was ist ein Hackathon? Ich glaube, wer sich jetzt noch nicht so richtig intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, kennt Hackathons, glaube ich, nur aus der eher popularisierten Version. Und da heißt es dann, da sitzen Leute und programmieren, aber eigentlich ist es eine relativ klar definierte Methode oder ist es immer noch? Und zwar ist es eine Arbeitsmethode in der Tech-Szene, die einen Bottom-up-Ansatz in der freien Softwarebewegung darstellt. Das heißt, das ist ein Werkzeug einer der zivilgesellschaftlichen Szene oder der Free-Software-Bewegung zur Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit. Was passiert da üblicherweise? Das geht in einem konkreten Hackathon darum, dass eine Software oder Softwarekomponente fokussiert wird und dann wird vorher diskutiert, welche Funktion fehlt da, was wollen wir haben und dann sitzt man daran, bis diese Funktion steht. Deswegen Hackathon. Das kann halt auch 2, 3, 4 Tage dauern, viel Mate, viel Pizza, aber das ist so die Grundidee. Sozusagen klar fokussiertes technisches Ziel und dann wird es gemacht, sozusagen wird gearbeitet, bis es fertig ist. Staatliche organisierte Hackathons, weil diese Art der der Beteiligung in technischen Fragen hat sich sozusagen rumgesprochen und wurde dann staatlich aufgegriffen. Allerdings sind da die Vorgaben oft sehr ungenau und die Zielstellung ist unklar. Es gibt da eine feste Dauer. Und meistens wird es dann sehr groß angekündigt als Beteiligungsformat und als performativ zu zeigen, wir machen ganz viel Beteiligung. Allerdings ist oftmals so, dass die Förderung dessen, was dann da rauskommt, der Ergebnisse der Hackathons recht kurz ist. Genau. Ich will das mal exemplarisch am Fall Update Deutschland beschreiben. Und da so ein paar Eigenschaften rausstellen. Und zwar, ich sage gleich noch was dazu, warum ich darüber sprechen kann und wie. Aber der Fall Update Deutschland, finde ich, steht repräsentativ und vielleicht nicht nur für Hackathons, sondern insgesamt für Beteiligungsformate, wenn die Ergebnisse digitaler Natur oder Softwareform haben. Der Fall Update Deutschland, das war im Frühling 2021. Und es war stiftungsfinanziert mit der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts. Die gestellten Probleme waren dabei sehr breit und sehr offen. Bearbeitet wurden dann Themen wie fehlende Aufklärung, zum Beispiel hinsichtlich Nachhaltigkeitsverhalten von Bürgerinnen und Bürgern. Die Aufgaben haben dann Kommunen gestellt zum Beispiel. Oder ganz generell Einsamkeit in der Gesellschaft oder soziale Ungleichheit. Die Lösung, wie bei einem Hackathon üblich, sollte eine App sein oder eine Software oder eine Anwendung. Und die zweite Zielstellung war insgesamt, dass diese Art von Hackathons organisiert werden, um die Civic Tech Szene zu vernetzen, um sozusagen noch mehr Lösungen, nachdem dieser Hackathon Update Deutschland vorbei ist, weiter diese Vernetzung sozusagen für sich selbst stehen zu lassen und sich weiterzuentwickeln.
Nach Selbstaussage war Update Deutschland unpolitisch, weil es nur gute Lösungen für diese Probleme geben wollte, quasi als Werkzeuge. Ich habe dabei sozusagen die Methode jetzt ist, dass ich Personen befragt habe und Full Disclosure, ich bin selber auch Teil der Zivilgesellschaft, bin sozusagen da auch ein Teil der Community und Befragung war jetzt, was jetzt kommt, sind Aussagen zum Beispiel von Lilith Wittmann, die damals Mitglied der AG Online Zugangsgesetz, OZG, von Code for Germany war und Stefan Kaufmann damals im Verschwörhaus Ulm. Und es sind beispielhafte Aussagen, die sich sozusagen auch, die sind zwar anekdotisch, aber das können wir ja nachher auch diskutieren, sozusagen den Qualitätsgehalt dieser Aussagen. Ich fand sie aber sehr, auf alle Fälle sehr bezeichnend und bildhaft und das glaube ich ganz gut als Diskussionsstartpunkt. Die Stimmen der Zivilgesellschaft, was mich, nicht so ganz überrascht hat, aber ich glaube nach, also vielen, mit denen ich darüber gesprochen und diskutiert habe, hat es sehr überrascht, dass da sehr viel Frust war über noch einen Hackathon. Und warum, woher dieser Frust kam, lässt sich jetzt aus den Aussagen, das sind größtenteils Zitate oder indirekte Rede. Die Lösungen, wurde gesagt, die da bei den Hackathons rauskommen, es ist überhaupt gar nicht möglich, damit irgendwas Sinnvolles zu machen, denn die Zivilgesellschaft kann ja nicht, wenn da Lösungen für staatliche, sozusagen für Probleme der öffentlichen Hand gelöst werden oder Vorschläge gemacht werden, das muss ja irgendwo andocken an einer Verwaltung, an irgendwelchen staatlichen stabilen Strukturen. Und da war insbesondere bei Code 4 der Frust sehr groß, dass die Verwaltungen überhaupt gar nicht ausgerichtet sind, die Ergebnisse irgendwie zu integrieren. Das heißt, langfristig konnte nichts eingebunden werden und kommen wir nachher noch mal kurz dazu. Die Aussage war, wie gesagt, das sind jetzt alles indirekte Rede, dass seit den 90ern schon kontinuierlich am falschen Ende gespart worden ist, ne, Zitat, und Fachwissen für die IT-Ausschreibungen, um dann vorhandene Lösungen zu integrieren, gar nicht vorhanden war. Das heißt, dass die Verwaltungen selber, die das integrieren hätten können, nicht mal wussten, wie eine Ausschreibung aussehen soll, weil sie mit den technischen Begriffen nicht viel anfangen konnten. Dabei gab es innerhalb der letzten 10 Jahre schon ganz viele Lösungen, insbesondere digitale Lösungen für mehr Transparenz und Beteiligung. Nur mal beispielhaft kleine Anfragen, Bürger baut Stadt, Politik bei uns, meine Stadt, Transparent und Opal. Für Opal zum Beispiel war für parlamentarische Anfragen. Weitere Kritik war, dass die Infrastruktur, wie ich es schon umrissen habe, zur Verstetigung fehlt und die öffentlichen Stellen aber befähigt werden müssen, diese Impulse, und wenn sie auch nur kleine Impulse und nicht fertige Software sind, aufzugreifen. Und selbst wenn das nicht passieren würde, bräuchte es Schnittstellen zu den staatlichen Diensten oder den Diensten der öffentlichen Daseinsvorsorge, technische Schnittstellen, also frei standardisiert, um darauf zuzugreifen oder sogar zu interagieren mit staatlichen Services. Aber all das fehlt auch. Und der eigenständige Aufbau und Betrieb digitaler Services fehlt sowieso. Also das heißt, nicht nur die Schnittstellen sind sich da, sondern an vielen Stellen, zum Beispiel Archivierung von so in kommunalen Sitzungen, die Protokolle, so eine Geschichten. Okay. So. Gut. Und die gezielte Förderung, das war auch wieder die gezielte Förderung von Inselprojekten, neuen Startups und Leuchtturmprojekten hilft einfach nicht, weil es immer nur kleine Einzelpunkte sind. Und was tatsächlich fehlt, ist ein Austausch, um bestehende Systeme und bereits gewonnene Erkenntnisse und tatsächliche Probleme, Bruchstellen und Lücken zu identifizieren. Das heißt, die Kontextualisierung dessen, was auf den Hackathons passiert. Das heißt, dass die strukturellen Probleme der Verwaltungsdigitalisierung ignoriert worden sind und jetzt voll zur Geltung kommen, weil die Ergebnisse von Hackathons nicht integriert werden können. Das heißt, ein Großteil der beispielhaften Projekte, die ich aus den letzten 10 Jahren kurz aufgezählt habe, gibt es nicht mehr, weil die irgendwann ausgelaufen sind, weil die Freiwilligen die nicht mehr tragen konnten und die Verwaltungen sie nicht integriert haben. Das heißt, und das ist, finde ich, der interessante Punkt, junge, engagierte Menschen werden mit falschen Versprechen gelockt. Sie sollen sozusagen die Herausforderungen in der Gesellschaft angehen und rennen gegen eine für sie bis dato unbekannte strukturelle Mauer.
Das heißt, die Menschen brennen für ihre hohen Ziele aus. Und ich wollte das so klar hinlegen, weil mir das aus diversen Richtungen sozusagen als anekdotisch auch berichtet worden ist, qualitativ. Genau, über die Zugänge von Hackathons ist noch ein anderes Thema. Zeitlich lasse ich das mal weg. Jetzt, was Ihr Vorschlag war, zumindest von den beiden, Kompetenzen und Ressourcen in der öffentlichen Verwaltung müssen aufgebaut werden. Das ist die Grundlage für sinnvolle digitale Beteiligung in Form von Hackathons. Das Wissen, das darf dazu, um so eine Ausschreibung zu machen, darf nicht bei Dienstleitungs- und Beratungsfirmen liegen und externalisiert werden, sondern es muss zurückgeholt werden in die Verwaltungen, sodass die auch selbstverantwortlich und selbstbestimmt sozusagen dann auch reagieren können, wenn die Ergebnisse von solchen Hackathons kommen. Okay. Und Zugangshürden müssen gesenkt werden. Die Organisatorinnen sollen sich mit der Szene selber vernetzen, die das schon langfristig macht. Es müssen Kontakte geknüpft werden mit den existierenden Strukturen vor Ort. Zum Beispiel, es gibt ganz viele dezentrale Hackerspaces und so weiter, die mit reingeholt werden müssen, weil sie die Expertise, die Langfristigkeit schon mitbringen. Und wichtig ist, Zivilgesellschaft und Verwaltung auf Augenhöhe sich austauschen zu lassen und nicht in so einem Top-Down-Ansatz, weil dann die intrinsischen Motivationen auch verloren gehen. Dafür braucht die Verwaltung eben nötige Ressourcen, Zeit, Geld und kluge Köpfe, war das Zitat. Und dann schließe ich mit ein paar Verweisen, wen es weiter interessiert, und bedanke mich und freue mich auf die Diskussion. Wir sind wohl nicht im Bild, während der Speaker war. Deswegen haben wir uns hier gesetzt, damit wir die Folien sehen können. Ja, super. Begrüße alle, die hier sind, und ich freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Ich möchte so in der Mitte anschließen von dem, was ihr bis jetzt gehört habt. Ich möchte mich intensiver damit beschäftigen, welche unterschiedlichen Beteiligungsformate spielen denn überhaupt eine Rolle bei diesen Prozessen, die wir ja schon kennengelernt haben. Deswegen habe ich hier nochmal für die, die nicht immer damit zu tun haben, unten rechts diese sogenannten Beteiligungsstufen aufgeführt, auf die ich im Vortrag dann auch zurückkommen möchte, nämlich die einfachste Form von Beteiligung, Information, und die nächste Stufe Konsultation und das, was ihr im letzten Vortrag schon gehört habt, der Wunsch nach Ermächtigung, Form der Mitbestimmung. Oder das, was Angela Oels eben genannt hat, deliberative Möglichkeiten der Beteiligung. Und ich möchte das an einem Beispiel machen aus der Stadt, aus der ich komme. Ich bin Professorin an der Europa-Universität Flensburg und habe mich seit vielen Jahren mit Formen der Bürgerbeteiligung beschäftigt im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung und der Energiewende. Und seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit Formen der Plattformisierung des städtischen Alltags. Und diese Perspektiven möchte ich hier heute mal zusammenbringen. Deswegen habe ich hier von der Stadt Flensburg links zu sehen, jährlich werden die Daten präsentiert von deutschen Städten auf der Homepage der Sustainable Development Goals Germany. Da habe ich euch die Daten mal mitgebracht. Da hat Flensburg in bestimmten Bereichen gute Werte, in anderen gibt es noch deutliche Entwicklungswünsche und Bedarfe. Und es gibt in Flensburg einen laufenden Prozess der Entwicklung eines Strategieplans für 2030. So heißt auch das Produkt, was am Ende dabei rauskommen soll. Bis zum nächsten Frühjahr soll es einen Plan geben, der die Entwicklungslinien, die großen Entwicklungsziele für Flensburg 2030 formuliert. Und was ihr hier sehen könnt, ist der Prozessablauf, den die Stadtverwaltung entwickelt hat. Und da möchte ich euch vor allem auf ein paar Dinge hinweisen. Oben in dem bunten Kästchen steht Politik, Verwaltung, Fachöffentlichkeit und Stadtöffentlichkeit. Also es ist ein Multi-Stakeholder-Prozess, der hier angestoßen worden ist, und es ist eine Top-Down angestoßen. Also die Stadtpolitik hat einen Beschluss gefasst, dass es dieses Programm geben soll und dass es Bürgerbeteiligung geben soll. Und sie haben beschlossen, das, was Rainer eben angesprochen hat, eine Agentur zu engagieren, die den Online-Beteiligungsprozess
durchführt und danach diesen Prozess wieder verlässt, also eben nicht in die verwaltungsintern organisiert. Und was den Prozess auch auszeichnet, sind analoge Austauschprozesse und Entscheidungsprozesse und Online-Informations- und Konsultationsprozesse, die hier stattfinden. Wir befinden uns so in dem ersten Drittel dieses Prozesses. Und was ich auch bemerkenswert finde, es sind lineare Abstimmungsprozesse. Das ist ja auch hier symbolisiert mit den Pfeilen. Es ist ein ganz klarer Ablauf dieses Verfahrens. Und wenn es Störungen gibt, sind die nicht vorgesehen. Ja? Also dieser Zeitplan wird auch sehr minutiös versucht umzusetzen. Und was ich interessant finde, die beiden vor mir Vortragenden haben schon darauf hingewiesen, es geht auch darum, deutlich zu machen, was sind denn die Ziele, was ist denn der Endpunkt, der erreicht werden soll mit diesen Beteiligungsverfahren. Die Beteiligungsverfahren haben ja keinen Selbstzweck. Und bemerkenswert in Flensburg ist, dass es ganz strikt oder ganz klare, auch sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele sind, die hier schon vorgegeben worden sind. Flensburg ist nicht so auf dem Radar von vielen Leuten. Die versuchen aber ein progressives Nachhaltigkeitskonzept umzusetzen. Und dazu gehören auch solche Dinge wie kommunale Flächen nicht zu privatisieren, was ich schon ziemlich progressiv finde. Aber es geht gar nicht darum, wie progressiv die Vorgaben sind, sondern es sind Vorgaben. Also es wird ein Beteiligungsprozess gestartet und die konkreten Ziele sind hier schon formuliert. Oder für wie konkret man sie hält, ist eine Frage. Aber diese Narrative, die aufgerufen werden, grüne Stadt, gerechte Stadt, produktive Stadt, eine Stadt, die gutes Leben für alle bietet, sind bestimmte Narrative, die auch Zielsetzungen schon vorgeben und die natürlich einen Einfluss darauf haben, wer sich überhaupt angesprochen fühlt von dem Beteiligungsverfahren und welche Wünsche und Vorstellungen dann auch eingegeben werden in dem Beteiligungsprozess. Also Vorgabe von Zielsetzungen und Narrativen und was ich auch bei allen mir bekannten Beteiligungsverfahren feststelle, dass die Ursachen der Nicht-Nachhaltigkeit nicht benannt werden. Also es wird von einem Ist-Zustand in die Ferne geschaut, aber nicht reflektiert, warum haben wir denn überhaupt die Aufgabe, diese Nachhaltigkeitsziele zu entwickeln. Also auch eine Unsichtbarkeit, nicht nur der Nicht-Nachhaltigkeit, sondern auch der Privilegien, die mit der Nicht-Nachhaltigkeit verbunden sind. Und das ist der zentrale Punkt. Wenn ich eine Zukunftsvision entwickle, muss ich bestimmte Gruppen und Personen auch deprivilegieren, um diese Ziele zu erreichen. Also die impliziten Konflikte, die entstehen können mit Beteiligungsverfahren, sind hier nicht benannt. Genau, und was uns hier ja interessiert ist, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenkommt und das das Online-Beteiligungsverfahren ist ganz klar ein Konsultationsprozess. Ja, also das, was auf der Stufe der Nachhaltigkeitsmöglichkeiten so in der Mitte genannt wird. Es gibt ein Abstimmungs-Online- Beteiligungsverfahren, was in drei Stufen durchgeführt wird. Und das hat erstmal den Zweck, zu informieren über den Prozess und über die strategischen Ziele, die entwickelt worden sind und die dann verfeinert werden in operationale Ziele. Und diese Information, die online vermittelt wird, sind die Ergebnisse analoger Austauschprozesse. Und das finde ich bemerkenswert, dass die Entscheidungsstrukturen analog stattfinden, also in Diskussionsrunden, da kommen so 40, 50 Personen zusammen und ich bin auch ein Teil davon. Ich bin von der Bürgermeisterin eingeladen worden, als Wissenschaftlerin an dem Prozess teilzunehmen. Also es wurden selektiert, ausgewählt, bestimmte Expertinnen, die sich an dem Prozess beteiligen sollen und der einzige offene Beteiligungsprozess ist der Online-Beteiligungsprozess, wo alle Flensburgerinnen oder die sich als Flensburgerin identifizieren, teilnehmen können. Ja? Und das sind Screenshots der Homepages, die Stadt Flensburg in dem Online-Verfahren veröffentlicht. Also einmal oben links seht ihr die verschiedenen Arbeitsgruppen, die wurden auch festgelegt von der Stadtregierung. Das entspricht genau diesem Verwaltungsdenken. Diese Arbeitsgruppen funktionieren so wie Verwaltungseinheiten. Die einen sind für Boden zuständig, die anderen für Quartiersentwicklung, die anderen für Umwelt und Klima.
Und daraus sind erstmal strategische Ziele entstanden, die hier unter zwei genannt werden. Und das, was das Beteiligungstool ist, sind Reaktionen auf bestimmte Ziele. Das ist das, was Bürger hier tun können. Das hat einen ähnlichen Effekt, wie Angela Oels ihn auch schon beschrieben hat. Das ist eine sehr homogene Gruppe, die darauf reagiert, weil genau ihre Perspektive, ihre Weltsicht angesprochen wird und darauf geben sie Kommentare ab. Und ihr könnt auch erkennen, wie viele Antworten es gab. Das ist keine große Ausbeute. Okay. Genau. Und die Frage ist immer, wie transparent ist der Entscheidungsprozess? Und das wird hier tatsächlich auch aufgegriffen. Was sind Ihre Fragen? Was passiert mit den Beiträgen, die Sie hier liefern? Das wird transparent gemacht. Aber ich finde die Antwort beschämend, weil es tatsächlich bedeutet, die Expertinnen und die Stadtverwaltung wählt aus, welche Ideen gut sind und welche nicht. Und das ist eine Form von Akzeptanzbeschaffung, ja, dass ich die Vorschläge aufnehme, die meinen Zielsetzungen entsprechen. Und ich möchte auf eine Publikation verweisen, an der ich beteiligt war. Und da finde ich vor allem bemerkenswert, die ist 2013 erschienen. In dem Kontext sind viele Beteiligungsprozesse gelaufen im Bereich der Klimaanpassungspolitik. Und das, was Sie hier formuliert haben aus der Analyse von verschiedenen Beteiligungsverfahren im Bereich der Nachhaltigkeit und Klimaanpassung, dass es eine Unausgewogenheit gibt zwischen denen, die betroffen sind und die, die sich an den Prozessen beteiligen. Weil die, die sich an den Prozessen beteiligen, sind eher die Privilegierten und die Betroffenen, vor allem im Kontext der Klimawandelfolgenbelastung, Stichworte Umweltgerechtigkeit, Gesundheitsbelastung durch Klimawandelfolgen, sind eher die, die sich an den Prozessen nicht beteiligen und nicht mitgestalten. Und das ist schon meine Abschlussfolie. Ich möchte euch in die Diskussion mitgeben, es gibt eine große Spannweite unterschiedlicher Bürgerbeteiligungsformen. Angela Oels hat das in fünf verschiedene Formen aufgeteilt. Ich möchte einmal die Extreme zeigen. Und das, was ich euch vorgestellt habe, auch wenn ich den Prozess, der in Flensburg läuft, sehr inhaltlich sehr ambitioniert finde, ist er vom Beteiligungsverfahren eben nicht sehr ambitioniert. Und das möchte ich gerne zur Diskussion stellen. Die Beteiligungsverfahren haben ja keinen Selbstzweck, sondern müssen den ambitionierten Zielen folgen. Wenn die Inhalte progressiv sind, aus meiner Sicht, müssen auch die Beteiligungsformate progressiv sein. Und da bieten digitale Formen ein größeres Potenzial als das, was die Verwaltung umsetzen können, und da gehe ich mit Rainer voll mit. Es fehlen die Kompetenzen in den Verwaltungsstrukturen. Flensburg ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. In der Stadtplanung sitzen zwei Mitarbeiter. Also das ist nicht leicht umzusetzen, aber wenn Expertise extern eingeholt wird von Online-Beteiligungsverfahren, ist das ein Problem. Und ihr kennt viele Beteiligungsverfahren, die digitale Tools nutzen. Aufgerufen wird natürlich immer wieder Barcelona, Madrid, die ein Open-Source-Tool nutzen. Flensburg nutzt das gleiche Tool. Aus meiner Sicht werden aber die Möglichkeiten nicht voll ausgenutzt, die so ein Open-Source-Tool bietet, weil eben die parallelen Online-Auseinandersetzungen, die im Bottom-up-Prozess gewährleisten können, nicht stattfinden. Ja, und die Frage ist, und die würde ich auch gerne mit euch diskutieren, wie diese ambitionierten Top-Down-Ziele mit engagierten, progressiven Bottom-Up-Prozessen verbunden werden können über die digitalen Möglichkeiten, die hier zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Wir haben noch einen Vortrag. Kann ich machen. Das war noch ein Input. Aber es gibt ja noch drin. Genau. Ja, sorry. Jetzt kommst du doch. Genau. Ja. Okay, dann werden wir trotzdem sitzen. Ja. Genau. Ja, danke schön. Ja, hallo von mir.
Ich bin Andrea Hamm. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich werde ein bisschen berichten aus meiner Doktorarbeit, die ich zum zivilgesellschaftlichen Internet der Dinge geschrieben habe. Und ja, kurz zu mir. Ich bin promoviert an der FU Berlin, bin derzeit beschäftigt an einem Projekt an der TU Berlin. Beide Unis sind Verbundpartner am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, gar nicht weit weg von hier, wo ich assoziierte Forscherin bin. Genau, und heute werde ich zu diesem spannenden Panel was beitragen, indem ich über die Potenziale und Schwierigkeiten des zivilgesellschaftlichen Internets der Dinge spreche, auf Englisch Civic IoT. Und ich werde dabei über Umweltbeobachtungsfragen, Community Engagement und einen neuartigen Journalismus sprechen. Vielleicht kurz zum Begriff. Zivilgesellschaftliches Internet der Dinge ist ein sehr sperriger Begriff. Das Internet der Dinge oder Internet of Things auf Englisch sind in der Gesellschaft allgegenwärtig. Sie sind in Smartphones, in Tablets, in Wearables, in Autos, Fahrrädern und zahlreichen Haushaltsgeräten. Das sind kleine Sensoren, die Daten sammeln und auswerten. Das Internet der Dinge, das Internet of Things, wird vor allem aus der Industrie-, Marketing- und Verbraucherperspektive verstanden, wie im Smart Home oder Smart Factories, in Deutschland auch sehr bekannt, Industrie 4.0, die Automatisierung von der Herstellung. Spannend ist jedoch, dass IoT-Technologien auch aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive betrachtet werden können. Und die Forschung zu diesem Gebiet hat erst begonnen. Es gibt verschiedenste soziale Aspekte, die damit verbunden sind. Beispiele für zivilgesellschaftliche Zwecke von IoT ist die Verbesserung der Luftqualität und der Wasserqualität. Also hier geht es sehr stark in die gleiche Richtung wie Civic Tech. Civic Technologies, die Vorhaben der Code for All, Code for Germany Bewegung. Es gibt Projekte zur Information über Strahlenbelastung, das Sammeln von Daten zu städtischen Problemen wie der Radfahrsicherheit und auch Sensibilisierung und Verhaltensänderungen in Bezug auf Umweltthemen wie den Bienensterben mithilfe von vernetzten Bienenstöcken. Ich habe ein paar Auszüge aus meinen Studien mitgebracht, die ich kurz vorstellen möchte. Ich habe zwei Civic Tech Initiativen, Sensor Community, vielleicht bekannter unter dem Namen Luftdateninfo, so hießen sie früher, studiert. Sie beschäftigen sich mit der Überwachung von Feinstaubbelastung, also der Luftqualität, und sind ansässig in Stuttgart und in Stuttgart, haben sich jetzt jedoch so weit entwickelt, dass sie eine globale Datenkarte aufgebaut haben. Und sie beschäftigen sich auch mit weiteren Sensoren. Genau, Safecast ist eine weitere Initiative, die ich mir angeschaut habe. Die beschäftigt sich mit Radioaktivitäts- und Feinstaubbelastung in der Fukushima-Region und auch in anderen Regionen der Welt, ist ansässig in Tokio und Japan. Ich habe hier die Studie, die ich durchgeführt habe, kurz verlinkt. Ich möchte aber eigentlich auf bestimmte Aspekte eingehen, die man aus den beiden Initiativen zusammenfassen kann. Also die Motivation dieser beiden Initiativen lag darin, dass es ein sehr großes Informationsbedürfnis der Bevölkerung gab, in Stuttgart zum Thema Feinstaub, in der Region Fukushima und auch in Tokio zum Thema Radioaktivitätsbelastung. Und es gab einen Mangel an aussagekräftigen Daten. Also die Behörden hatten keine Sensorstationen, keine Daten, um die Bevölkerung über diese Problematiken ausreichend zu informieren. Dementsprechend haben diese Initiativen sich gegründet und vergleichsweise leicht bedienbare Sensorkits entwickelt. Und um dieses, ich sage mal, Basteln dieser Sensorgeräte eine Community aus Freiwilligen entwickelt. Also Leute, die sich für dieses Thema engagieren wollten, die mehr dazu wissen wollten, haben sich dann regelmäßig getroffen und dieses Projekt vorangetrieben. Das Ergebnis, wie ihr auch oben auf der Karte seht, das ist eine Karte von Safecast, sind dann offene Umweltdaten, die von Civic Tech Initiativen auf frei zugänglichen Datenkarten im Internet zur Verfügung gestellt werden. Und die Wirkung in diesen beiden Fallstudien war, dass auch etablierte Institutionen an den beiden Orten, also in Stuttgart ist die Stuttgarter Zeitung, die dann diese Sensordaten aufgegriffen hat und ein eigenes Datenkartenformat entwickelt hat und damit ein viel größeres Publikum noch des Traditionsmediums in Stuttgart erreicht hat.
Und im, für den Fall Sensor Community, für den Fall Safecast war es die Präfektur Fukushima, die tatsächlich als Behörde auf die Civic Tech Initiative zugegangen ist und gesagt hat, wir wollen diese Daten, die ihr erhoben habt, nutzen, auf unserer Webseite verbreiten und damit die breite Bevölkerung informieren. Eine weitere Studie, die ich durchgeführt habe, ist hier auch kurz verlinkt, daraus ein Auszug zum Projekt Radmesser. Ist hier in Berlin passiert, zur Messung von Überholmanövern zwischen Radfahrenden und Autofahrenden, durchgeführt und entwickelt vom Tagesspiegel Innovation Lab. Zusätzlich zu diesen Sensormessungen am Fahrradlenker radelnd durch die Stadt gab es auch noch eine Befragung von Lesenden zum Thema Radfahren in Berlin. Hier sieht man eine Datenkarte, wo dann rot eingefärbt die gefährlichen Bereiche, wo viel zu eng, viel zu knapp und gefährlich überholt wird. Auch hier ist es so, dass die Motivation dieses Projekts einerseits Experimentierfreude war von technisch interessierten Mitarbeitenden, die Arbeit an dem hochrelevanten Problem. Also viele Tagesspiegel, in der Tagesspiegel-Redaktion wurde mir gesagt, sind selber begeisterte Radfahrer und kennen das Problem und hier eben auch der Mangel an Daten. Die Umsetzung dieses Projekts war dann die Planung einer Story, also wie kann man dieses Problem publikumswirksam vermitteln, wie kann man dann die Daten sammeln, also dazu gehörte dann der Bau und auch das Testen von neuartigen, günstigen Sensormessgeräten, mit Ultraschallmessungen wurde das gemacht und um diese Geräte herum wurde dann eine Freiwilligen-Community gebildet, die dann, ich glaube es waren 100 Tage, ununterbrochen gemessen haben, wenn sie mit dem Rad unterwegs waren. Nach der Story war es dann so, ich habe das jetzt nicht als Wirkung formuliert, weil es kann also wissenschaftlich gesagt kein Kausalzusammenhang nachgewiesen werden, aber nachdem diese Story veröffentlicht wurde, kam es zu einer Änderung der Straßenverkehrsordnung zu Überholabständen, denn diese 1,5 Meter Sicherheitsabstand, die Autofahrende zu Radfahrenden einhalten müssen, waren vorher nicht festgeschrieben in der Straßenverkehrsordnung und nur in Gerichtsakten vermerkt. Außerdem kam es zu einer Wiederverwertung der Daten im juristischen Fall von Pop-up-Radwegen, als gegen Pop-up-Radwege während der Pandemie, als dagegen geklagt wurde, wurden die Daten der Überholmanöver von dem Radmesserprojekt noch einmal verwendet, um dann diese Klage abzuweisen. Ein weiteres Projekt, was ich in dieser Studie betrachtet habe, ist BienenLive. Das ist ein Projekt, was zusammen mit dem WDR durchgeführt wurde. Hier wurden Bienenstöcke mit Sensoren ausgestattet und haben die Aktivitäten der Bienen beobachtet und gemessen. Und Journalistinnen haben eine personalisierte WhatsApp-Story von den Bienenköniginnen. Also man konnte sich mit denen direkt vernetzen und hat Einblick in den Bienenstock bekommen. Und hier ist nur ein Screenshot von der Webseite. Es gab dann verschiedene Bienenköniginnen, mit denen man über WhatsApp kommunizieren konnte, von denen man dann Bienen-News gekriegt hat. Und die Motivation der Journalistin hier war, dass es das altbekannte Problem Insektensterben gab und dass es sehr schwierig ist, neuartige Aufmerksamkeit für dieses Thema zu generieren und das Bewusstsein der Menschen dafür zu erhöhen, auch der Menschen, die noch nicht so viel mit diesem Thema zu tun hatten. Also gab es auch hier den Bau und das Testen von verschiedenen Sensormessgeräten und Kameras. Es gab in Zusammenarbeit mit freiwilligen Imkern und die Vorbereitung der journalistischen Aufbereitungskanäle und der Messenger-Kommunikation. Und es wurde über die Laufzeit von einem halben Jahr eine bienenfreundliche Leser-Community aufgebaut, die dann auch eigene Fotos von ihren bienenfreundlich gestalteten Gärten zum Beispiel gepostet haben und es eben zu einer wachsenden Interessen-Community gibt. Das festgestellte Potenzial hier ist, dass es scheinbare Verhaltensänderungen bei den Rezipierenden gab. Also das Bilden der Community hat dazu geführt, dass Leute sich mehr dafür motiviert haben, jetzt auch ihren Garten nochmal zu überdenken, wie kann ich den bienenfreundlicher gestalten.
Einmal kurz zum Mitnehmen, was will ich damit jetzt alles sagen? Der Titel meines Vortrags ist Potenziale und Schwierigkeiten des zivilgesellschaftlichen Internets der Dinge. Auf der linken Seite die Potenziale, also es gibt eine Bereitstellung von vorher nicht dagewesenen Daten und Informationen. Es gibt ein neuartiges Konzept von aktiver Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen mit Hilfe der Technologie und durch die Technologie, weil die Menschen durch das Bauen an den Sensoren zusammenfinden und dann aber die Sensordaten auch kommuniziert werden und damit größere Publika erreichen können. Es gibt das Potenzial des Anstoßen gesellschaftlicher Veränderungen. Es werden bisher weniger betrachtete Probleme oder Missstände angegangen, zum Beispiel die Überholmanöver und das Erzeugen gestärkter Aufmerksamkeit. Schwierigkeiten sind allerdings die Planung, Finanzierung, Projektlaufzeiten, wie immer bei ehrenamtlichen Projekten der engagierten Zivilgesellschaft oder Projekten, die normale Medienunternehmensarbeit darüber hinausgehen. Eine Schwierigkeit ist die Zusammenarbeit mit Verwaltungen, weil es dafür keine bisher etablierten Formate gibt und es eher auf Einzelfällen basiert. Die Qualität der Messungen und der Daten ist ein weiteres Problem und was ich auch in meinen Studien festgestellt habe, es gibt eine teils mangelnde Diversität der Teams, wodurch man die Themensetzung der Initiativen an sich auch hinterfragen könnte. Also ob diese Themen, die sich von diesen Bereichen, also es geht so ein bisschen in das, was Angela auch erwähnt hat, fehlende Heterogenität, eine zu starke Homogenität, ob diese Themen dieser Gruppen, die sich zusammenfinden, dann auch für die gesamte Bevölkerung hohe Prioritäten haben. Genau, herzlichen Dank. Bisschen überzogen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke aus ganz unterschiedlichen. Eine Folie weiter wäre es noch. Also ja. Aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Danke. Und auch zu ganz unterschiedlichen Formaten. Wir haben jetzt noch so ungefähr 30 Minuten für Diskussion und Fragen. Und möchtest du noch? Genau, ich sage ganz kurz noch zur Einleitung noch mal was. Also wie, eine Beobachtung, die ich so über unsere Vorträge hinweg auf jeden Fall gemacht habe, ist, wir haben ja jetzt erst zunächst drei Beispiele von top-down initiierten Beteiligungsverfahren gehört. Und da haben wir so die gemeinsamen Stichworte waren schon so ein bisschen, ja, ist das dann am Ende nur Akzeptanzbeschaffung, führt das zum Burnout, gibt es eine fehlende Anbindung an politische Entscheidungsprozesse? Und wir haben jetzt noch mal ein bisschen Hoffnung geschöpft in den Civic-Tech-Prozessen, die eben mehr von unten initiiert werden und dadurch schon mal an sich ermächtigend sind und die es eben dann schaffen, Diskurse von unten zu verschieben und teilweise eben sogar mehr in Form auf Gesetzesänderungen hervorbringen als eben diese top-down initiierten Prozesse. Also das finde ich noch mal eine interessante Beobachtung und würde damit dann auch die Diskussion eröffnen und vielleicht können wir dann auch noch aufeinander mehr eingehen in unseren Antworten auch auf Fragen. Das fände ich schön. Ich habe noch mal die Leitfragen unseres Panels auch dran geworfen. An denen wollen wir uns natürlich auch ein bisschen orientieren. Aber bitte, freuen uns über weitere Beispiele aus der Praxis oder auch über kritische Nachfragen zu allem, was hier bisher gesagt wurde. Genau, gerne einfach die Hand heben, dann würde ich einmal mit dem Mikrofon vorbeikommen. Hallo, ich bin Kerstin, ich arbeite in der ÖPNV-Planung. Meine Frage geht so in Richtung der ersten Frage, die da auch genannt ist. Und zwar, sehen Sie da nochmal spezifische Vorteile von digitalen Beteiligungsformaten im Vergleich zu analogen Beteiligungsformaten, wenn es darum geht, einerseits die Akzeptanz für Maßnahmen zu erhöhen, aber andererseits auch Fairness herzustellen, weil wie Sie ja auch meinten, dass oft das Problem ist, dass dann viele Menschen sich beteiligen möchten, aber gerade Betroffene und gerade auch marginalisierte Gruppen dann oft nicht Teilnehmer in diesen Prozessen, bringen da digitale Beteiligungsformate noch mehr Potenzial, die Gruppen auch wirklich zu
mitzunehmen? Oder entstehen da auch nochmal neue Herausforderungen, zum Beispiel ältere Leute, nicht so technikaffine Leute etc.? Sollen wir erstmal sammeln? Ja, machen wir vielleicht drei Fragen und dann machen wir eine erste Runde. Ich hatte hier gerade vorhin noch eine Hand gesehen. Hallo, Robert, mein Name. Meine Frage bezieht sich auf die Erfolgskriterien, die Erfolgsmessung von solchen digitalen Bürgerbeteiligungsverfahren. Ganz konkret jetzt für diese Studie da von der Uni Augsburg. Ist es nicht problematisch, wenn der Betreiber selbst eine Evaluierung seines eigenen Prozesses vornimmt, wie in diesem Fall geschehen, also eine Checkliste mit grünen Häkchen macht, wie erfolgreich die Beteiligung war, sollte das nicht eine externe Instanz, beispielsweise der Teilnehmenden oder der Betroffenen oder wer auch immer, machen? Und dann habe ich gerade von hinten den Überblick verloren. Sie hatten sich vorhin gleich schon gemeldet. Ja, ich bin jetzt eher in der bundesweiten Beteiligung unterwegs und zwar zu dem Thema auf der Suche nach einem Standort für hochradioaktive Stoffe, ein Endlager. Und wir versuchen natürlich jetzt die zukünftigen Generationen mit einzubinden. Und ich komme, mein Name ist Anne-Dore Uth, ich komme von der Hochschule Harz, Verwaltungsinformatik und bin als Ehrenamtliche in diesem Bereich tätig, diesen Beteiligungsprozess sozusagen, der auf Bundesebene stattfinden muss. Aber die Verwaltung ist sehr unwillig, beziehungsweise es sind entsprechend in den Bundesämtern auch so Pseudo-Beteiligungsstrukturen aufgebaut worden, die funktionieren aber nicht. Das heißt, wir als Zivilgesellschaft haben die Aufgabe, sozusagen dieses Verfahren zu begleiten. Und da ist es eben interessant, ja, wir sind evaluiert worden, Technik funktioniert halt manchmal nicht etc. Und gerade in dieser Online, man erreicht zwar viele, aber wie erreichen wir jetzt die junge Generation, die zukünftigen Generationen, die ja mit dem Müll umgehen müssen, ne? Die das wahnsinnig betrifft? Insofern vielleicht etwas weit das Thema. Nicht nur lokal. Gut, dann würde ich sagen, mit den drei Fragen starten wir erstmal hier auf dem Panel. Wer möchte beginnen von euch? Ja, Rainer? Okay. Also sehr, sehr spannende Fragen und auch sehr große Fragen. Ich will nur mal ein paar Schlaglichte beantworten. Also wie es möglich ist, bei so digitalen Beteiligungsformaten den Digital Divide zu überspringen oder zu überwinden. Also die jetzt nicht so digital unterwegs sind. Ich finde es da immer schön, auch zu schauen, wie andere Länder das machen, die vielleicht auch ein bisschen kleiner und deswegen auch ein bisschen agiler in dieser Frage agieren können. Und wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, in Finnland gibt es so Beteiligungsformate, die sind digital und es gibt aber auch BürgerInnenbüros. Das heißt, ich kann dann da hingehen und kann dann sagen, ich würde gerne bei dieser Beteiligung mitmachen und da sitzt dann eine Person, die öffnet dann dieses Ding und dann sitzt man da am Tisch und dann, ja, was halten Sie denn davon? Und dann werden sozusagen für die Person die Sachen eingegeben. Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm, dass es sozusagen teilweise die Bevölkerung gibt, die jetzt nicht so computerisiert unterwegs sind. Hauptsache, die erfahren von dieser Beteiligung und können dann da hingehen und werden sogar auch auf andere Art noch sozusagen, haben einen sozialen Gegenüber, was ja manchmal auch der Grund ist vielleicht, warum dann sozusagen die digitalen Geräte nicht benutzt werden. Also, und wenn man wirklich inklusiv sein will, muss man genau auf diese sozusagen vielleicht auch kleiner werdenden Prozente Acht geben. Und das wäre aber, finde ich, zum Beispiel ein Ansatz, wie man dem gegenübertreten kann. Dann ein Kommentar kurz zur Erfolgsmessung. Also ich glaube, dem Kommentar kann ich mich voll anschließen. Ich finde, man kann es natürlich noch ein bisschen vereinfachen, indem man die Kriterien schon vorher kommuniziert. Also zum Beispiel bei einem Hackathon zu sagen, unser Ziel ist es, dass dieses Projekt, die Gewinnerprojekte in 6 Jahren sozusagen verstetigt, nicht mehr von Freiwilligen betrieben, sondern sozusagen angeschlossen werden. Wenn das ein Ziel ist, und dann muss man ja gar nicht das von dritter Hand irgendwie evaluieren lassen, sondern das kann dann sozusagen, können alle selbst evaluieren. Es ist sogar eine Art quasi, ja, Ermöglichung der Evaluation für alle, wenn die Kriterien offen sind. Genau, das ist, glaube ich, das mit dem Endlager, da denke ich noch drüber nach. Das ist eine sehr spannende Frage. Ja, wer möchte von euch? Okay, vielen Dank für die Fragen. Also erstmal zu der ersten ging es ja um Fairness und Inklusion.
Ich hatte ja Screenshots gezeigt von der Homepage, die nicht zufällig alle in deutscher Sprache waren. Das ganze Online-Beteiligungsverfahren läuft in deutscher Sprache. Und dazu gab es natürlich auch Kommentare und die Reaktion war, vielleicht können wir es auch noch auf Dänisch übersetzen. Flensburg ist in der Grenzregion. Und es ist natürlich naheliegender zu gucken, wie sieht eigentlich die Sozialstruktur in den Städten aus. Und in der Regel gibt es in deutschen Städten über 10% migrantische Bevölkerung. Und da muss man natürlich gucken, welche Sprachen sind dafür geeignet. Ja, das ist eigentlich sehr naheliegend. Und natürlich auch die Frage, welche Begriffe werden denn eigentlich benutzt? Ich gehe davon aus, die meisten von euch wissen nicht, was immaterielle Vermögenswerte einer Stadt sind. Das heißt, wie viele Museen und Theater hat eine Stadt zum Beispiel. Also wie vermittelt man auch diese Themen, um die es eigentlich geht, die zukünftig entwickelt werden sollen. Und dann auch die Frage nach bei der Endlagersuche, wie schafft man Beteiligung der jüngeren Generation, dass Unternehmen, was in der Stadt, die ich vorgestellt habe, den Beteiligungsprozess organisiert, bittet die Experten, die beteiligt sind, verbreitet doch bitte den Link und wir haben hier die und die Designs vorbereitet, dass ihr das verschicken könnt über Social Media. Ich gehöre auch zur älteren Generation. Wen soll ich denn bitte erreichen über meine Social Media Kanäle? Man kann natürlich auch gucken, was werden hier für Themen verhandelt, wenn es um nachhaltige Stadtentwicklung 2030 geht. Das ist natürlich ein Thema, was junge Menschen ansprechen soll, weil das ist denen ihre Zukunft. Und dann kann ich natürlich gucken, wie organisieren die sich denn und wen muss ich erreichen, um das auch möglichst weit zu verbreiten. Ja, also bei eurem Thema, da würde ich vielleicht eher hoffen, dass Luise Neubauer das mal verbreitet über ihren Kanal. Ja, und so funktioniert ja die Informationsverbreitung und natürlich nicht nur den Link rumschicken, sondern auch mit einer Nachricht, warum das total wichtig ist, sich da einzubringen und auch in welcher Form. Also wenn es um Hackathons geht, dann auch, dass auch klar ist, wie funktioniert das einfach und dann auch die Frage, wie werden die Reaktionen, die dann zusammengetragen werden, auch weiterverarbeitet. Ja, das hast du ja deutlich angesprochen, dass das transparent gemacht werden muss. Genau, soweit erstmal. Andrea, möchtest du auch noch was sagen? Ja, vielleicht nur einen kurzen Gedanken, der mir gerade direkt dazu auch gekommen ist. Ich habe mich bei meinen Fallstudien, die ich durchgeführt habe, die auch teilweise im ländlichen Raum stattfanden, manchmal gefragt in dieser Smart City Sphäre und wir wollen jetzt die Stadt digitalisieren und für die Zukunft vorbereiten. Was machen wir da? Wir machen erstmal eine App für Bürgerbeteiligung, kam ja auch schon öfters jetzt zur Sprache. Gleichzeitig gab es dann aber häufig in den Kommunen oder in den Kleinstädten auch schon organisierte Zivilgesellschaft zu gewissen Transformationsansätzen. Die sind dann thematisch eher spezifisch. Aber ich habe mit den Gruppen, mit denen ich gesprochen habe, immer den Eindruck gehabt, dass sie auch interessiert wären für andere Themenbereiche und dass es einfach auch eine Frage von Zeit und Ressourcen ist, auf welches Thema man sich einigt und ob es dort nicht eine gewisse Anknüpfungsfähigkeit geben kann. Also bevor man anfängt, eine neue Lösung mit vielleicht sogar einem gewerblichen Dienstleister gemeinsam zu entwickeln, eine neue App, dass man nicht erstmal auf bereits organisierte Strukturen zugeht und genau, so kurz vielleicht. Danke. Gut, ich würde auch noch was sagen zu den Fragen. Also vielleicht erstmal noch, ich habe das zu Beginn gar nicht klar gesagt, für welche Institutionen ich jetzt sozusagen hier spreche. Also ich bin jetzt Professorin für Klimapolitik am neu gegründeten Klimaresilienzzentrum der Uni Augsburg. Das ist vielleicht auch interessant für die einen oder den anderen zu wissen, dass es das gibt, weil es eine interdisziplinäre Einrichtung ist, die jetzt gerade aufgebaut wird und auch versucht, transdisziplinär zu arbeiten, vor allen Dingen zu Fragen von Klimaanpassung, aber halt auch, natürlich suchen wir immer den Link zur Mitigation zurück. Ich habe dieses Panel halt auch organisiert in meiner Funktion als Sprecherin, einer der Sprecherinnen des Arbeitskreises Digitalisierung der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Das wollte ich noch nachgetragen haben. Ich möchte gerne auf die ersten zwei Fragen vor allen Dingen eingehen.
Es ist absolut richtig, dass wie wir unsere Sache evaluiert haben, ist Worst Case, denn die Sache ist, es gab dafür eigentlich gar kein Budget. Ja? Also sprich, man muss mit der Forderung an, wir haben es einfach zusätzlich freiwillig gemacht und ich jetzt in meiner Kapazität als unifinanzierte Person konnte das halt machen, aber als Beteiligte am Prozess. Ich habe in meiner Dissertation eine Zukunftskonferenz in der Stadt Olching im Rahmen einer lokalen Agenda 21 habe ich insgesamt 3 Jahre darauf verwendet, 2 solche Konferenzen als unabhängige Beobachterin zu evaluieren. Das heißt, das sind die Ressourcen, die man dann eigentlich bräuchte, wenn man es richtig machen wollte. Und da habe ich auch tatsächlich mit den Betroffenen Kriterien entwickelt, weil das ist ja auch immer die Frage, muss man nur die Kriterien zu Beginn transparent machen oder fragt man sogar auch die Menschen, die das machen, warum macht ihr das eigentlich? Und das war nämlich so, als ich da kam mit Habermas, haben die gesagt, Habermas interessiert uns nicht. Wenn du hier mitmachen willst und Zugang haben willst, bitte nimm auch unsere Kriterien. Dann haben wir einen Kompromiss gemacht, dass ich auch Habermas hinterher noch anwenden durfte, aber ich habe in erster Linie mit deren Kriterien evaluiert. Zur Frage der Inklusion war das dort auch so, dass natürlich wieder eine bestimmte privilegierte Schicht versammelt war, obwohl das extra auf Einladung war. Ich habe dann zum Beispiel in meiner Evaluation bin ich zu einer Stillgruppe gegangen, um halt Mütter oder auch Eltern von kleinen Babys einzubeziehen, zu sagen, was sind eigentlich eure Ideen für die Zukunft der Kommune, die vielleicht hier nicht hinreichend eingeflossen sind. Das wäre also jetzt auch nicht nur für die Evaluation, sondern auch einfach für das Perspektiven einfließen in Beteiligung, so ein aufsuchender Prozess ist natürlich das höchste der Gefühle, wenn man dafür Ressourcen hat. Und ich würde auch sagen, Digitalisierung von Beteiligung schafft einfach, schließt wieder andere Leute aus. Also das ist wirklich toll für Eltern, das erlebe ich jetzt auch im Arbeitsalltag immer wieder, dass viele Eltern sagen, Mensch, mein Kind ist krank, jetzt kann ich mich aber zuschalten, super. Wohingegen eben, wenn man jetzt Obdachlose im Bahnhofsviertel in München, kriegt man natürlich jetzt online nicht gerade. Zum Endlager, es ist echt ein schwieriges Thema, weil natürlich keiner wünscht sich ein Endlager. Wir reden hier halt immer von Zukunftsvisionen, die wir uns wünschen und dann ist vielleicht wirklich der erste Schritt auch mal die Trauerarbeit, zu sagen, ja, Mist. Also das ist nämlich auch jetzt ein neues Thema in diesem ganzen Feld der Zukunftsarbeit, zu sagen, wir brauchen eigentlich, also Martin Hayer aus den Niederlanden von der Uni Utrecht, der vertritt das sehr stark, dass er sagt, wir müssen eigentlich auch erstmal die Trauerarbeit machen über all den Mist, den wir gemacht haben und die Nicht-Nachhaltigkeit da ein paar Dinge ins Auge blicken und dann können wir den nächsten Schritt machen und sagen, okay, wo kommt das blöde Endlager jetzt hin? Gut, das vielleicht, dann nehmen wir noch 3 Fragen oder 4, bevor wir die nächste Runde machen. Und du wolltest noch einen Nachtrag machen, dann ganz kurz. Genau, ganz kurz noch zu der Inklusion, weil ich ja gesagt habe, diese BürgerInnenbüros. Andersrum, ich wollte nur anknüpfen, was Andrea gesagt hat, auch das nochmal stützen, dass es viele Initiativen mit jungen Menschen vor Ort gibt, also Code for Hackerspaces, Jugendhakt, die Erfahrung von Chaos macht Schule, TDRM und so weiter. Da gibt es überall junge Menschen, nur die muss ich erstmal mit einbeziehen, bevor ich dann andere Beteiligungsformate an ihnen vorbeiplane. Also die gibt es schon, das wollte ich nur sagen. Okay, jetzt. Danke. Gut, dann sammeln wir mal weiter Fragen. Einmal hier hinten, glaube ich, die erste Hand gesehen. Dankeschön, Anne Schwarz. Ich leite die Stabsstelle Digitalisierung in der Stadt Offenbach am Main und beschäftige mich sehr viel damit, wie wir Zivilgesellschaft gut integrieren können, also auch im gesamten Rahmen von, das größere Bild, wie kann ich eine digitale Transformation in der Verwaltung auch vorantreiben, also die Verwaltung offener machen, durchlässiger, was einfach notwendig ist für die gesamte Entwicklung. Aber was ich jetzt, das beschäftigt mich wirklich lange und das ist wirklich, das wird jetzt auch nicht so einfach zu lösen sein, aber wie, jetzt kamen zum Beispiel super gute Beispiele, wie man auch zum Beispiel auf Jugendhakt, auf Chaos macht Schule oder so zuzugehen. Und wir sind auch als erstes auf lokale zivilgesellschaftliche Organisationen zugegangen und ein großes Problem ist natürlich, dass die viele Leute schon am Rande oder über der Selbstausbeutung hinaus sich engagieren und arbeiten. Das ist aber allgemein ein Problem. Ich bin auch ansonsten noch in der Zivilgesellschaft selbst tätig, bei D64. Das ist immer ein Problem.
Und das andere ist natürlich auch das Vertrauen, das fand ich sehr wichtig, Rainer, du hattest das angesprochen. Das ist der Teil, wo ich in der Kommune mitarbeiten muss. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Zivilgesellschaft besser verstehen und dass sie die eben ernst nehmen und in langfristigen Austausch mit denen gehen und die nicht verbrennen im Kontakt. Das ist, aber das ist, sag ich mal, da könnte man jetzt eigene Talks dazu machen, was das bedeutet in der Verwaltung, auch bei netten Leuten da klar zu machen, was das eigentlich heißt. Ein Gedanke, den ich jetzt hier hatte, war zum Beispiel, wie wäre es denn eigentlich mit einem Zivilgesellschaftsbeauftragten in der Verwaltung sowie einem Gleichstellungsbeauftragten? Natürlich gehört noch viel mehr dazu, da gehören Strukturen und Konzepte und Austausch dazu. Und gleichzeitig muss das auf allen Ebenen stattfinden. In der Kommune, auf Landes- und auf Bundesebene, weil das sind unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Arten teilweise, wie man in Kontakt kommt mit der Zivilgesellschaft. Aber da ist so viel Arbeit noch zu leisten. Da würde mich noch mal interessieren, es wird jetzt mal so ausschnittshaft gegeben, was da vielleicht noch an weiteren Ideen von euch da vielleicht kommen oder Vorschlägen, mit wem man sich da noch vernetzen kann. Danke. Ich würde direkt daran anknüpfen. Ich bin Verena, ich habe länger zu Transformation geforscht und war deswegen auch so ein bisschen verwirrt, warum wir so einen Gegensatz zwischen Bottom-up und Top-down entwickelt haben, weil aus Transformationsperspektive natürlich klar ist, dass beides zusammenkommen muss. Und genau die Frage, die gerade kam, wie kommt das zusammen, ist, glaube ich, die ganz spannende und die zentrale. Und ich glaube, wir brauchen nicht mehr Apps, sondern wir brauchen mehr Prozessbegleitung. Deswegen fand ich den Gedanken von dem Zivilgesellschaftsbeauftragten ganz spannend. Ich glaube, es braucht einfach Menschen, die wirklich damit beschäftigt sind, die verschiedenen Enden zusammenzuführen aus all dem, was in Gesellschaft entsteht, individuell, in Gruppen und dann in der staatlichen Struktur. Dorothea Kleine von der Universität Sheffield. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung, Digital Tools für globale nachhaltige Entwicklung. Ich finde es ein super interessantes Panel. Ich finde auch die Gesprächsbeiträge sehr interessant und würde gerne nochmal auf die Metaebene eingehen, die auch Rainer schon mal angesprochen hatte. Und zwar würde ich gerne nachfragen an die Panelists, was sind denn die impliziten Annahmen, mit dem wir da zu tun haben. Also mal ganz konkret im Falle von Andrea. Wir haben gehört über die Internet of Things Items. In dem Moment, wo man über die zivilgesellschaftliche Nutzung dieser nachdenkt, inwieweit legitimieren wir damit Internet of Things als Idee und damit auch den Energieverbrauch, die Strukturen, die Abhängigkeiten, die sich dadurch ergeben? Erste implizite Annahme. Für Rainer hatte ich die Frage, ich glaube, das ist schon ein bisschen angeklungen, indem man sozusagen sich fokussiert auf den Hackathon, inwieweit geht man dann auch mit einer Vorstellung der Welt, in der Probleme durch einfach digitale Anwendungen oder durch Technik gelöst werden können? Anstatt nachzufragen nach Macht, Geld, Ressourcen und so weiter. Und für Angela und für Sibylle hatte ich gerne die Nachfrage, inwieweit in dem Moment, wo wir über Partizipation reden, gehen wir mit einer Denke, die sagt, dass Menschen Zeit haben für direkte Demokratie? Ja. Ja, danke schön. Haben wir noch Platz für eine Frage? Ja. Ja? Das hat sich schon erledigt? Okay, dann gehe ich noch einmal nach hier hinten. Ich würde gerne noch mal auf, ihr habt das immer so positiv dargestellt, ich nehme das eigentlich völlig anders wahr. Zivilgesellschaft, das sind auch die Menschen, die beispielsweise in Baden-Württemberg den nächsten Windpark verhindern. Und wenn in der Stadt irgendwas passiert, eine neue Straßenbahn gebaut wird, das Erste ist erstmal wieder Protest. Wenn irgendein Park, der vielleicht ein bisschen einsam ist, belebt werden soll, das Erste, was sich findet, ist Protest. Das ist auch Zivilgesellschaft und es hat jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern das ist ganz am Anfang. Da hätte ich gern auch noch mal gewusst, wie ihr damit umgegangen seid. Okay, damit gebe ich zurück ans Panel.
Wunderbar, dann verbinden wir das angesichts der fortgeschrittenen Zeit auch mit der Abschlussrunde, dass alle sich nochmal fragen, was sie sonst noch hinzufügen wollten. Und ja, wieder machen wir in der Reihenfolge, dass Rainer beginnt. Sehr gern, Dankeschön. Also vielen Dank für diese Beiträge und Fragen. Das finde ich auch super passend und inspirierend selber. Also danke nochmal zurück. Die erste Frage war die nach sozusagen Vernetzung und Selbstaufbau sozusagen mit der Zivilgesellschaft, die selber so schon quasi prekär arbeitet. Und die Community beauftragten Personen. Ich glaube auch, das ist tatsächlich eine gute Idee, so eine Stelle oder so eine Person zu machen. Was ich gemerkt habe, es ist jetzt nur mal so eine Idee wie dieses BürgerInnenbüro. Oftmals muss auch viel für zivilgesellschaftliche Arbeit organisiert werden. Das heißt, ich will Menschen zusammenbringen. Das heißt, da verbringe ich schon 2 Tage damit, E-Mails zu schreiben, zu beantworten, Details zu klären und so weiter. Ich habe gemerkt, es hilft, in manchen Strukturen habe ich das auch so erfahren, einfach zu sagen, hey, hier habt ihr eine halbe Stelle, die assistiert euch einfach dabei, sodass ihr mehr Zeit habt, euch mit den Inhalten zu beschäftigen. Und ihr macht die Liste mit den Leuten und das ist ganz, ganz einfache Sachen, die Leuten davon abhalten. Und das Anfragen und so weiter, das übernimmt dann die Person. Das ist nur mal als Möglichkeit. Das Zweite, ich will ganz kurz dieses Top-Down und Bottom-Up, auf jeden Fall finde ich total auch wichtig, das beides zu nehmen. Wir sehen nur, dass da so eine Gefahr besteht, dass so ein Top-Down das Bottom-Up überlagert oder vereinnahmt und das darf nicht passieren. Genau, dann die impliziten Annahmen, dass Hackathons eine Lösung bieten, das hat ein bisschen was mit Technikgestaltung zu tun. Wir gestalten ja nie Technik, sondern wir gestalten soziotechnische Systeme, die an Praktiken andocken müssen, die Technik dann vereinfachen. Das heißt, an erster Stelle steht natürlich, welches Problem möchte ich lösen? Und das ist gar keine technische Frage, da setzt man sich hin mit Papier und Stift. Und dann überlegt man sich, und an welchen dieser Punkten ist überhaupt eine Technik hilfreich als Werkzeug? Und dann geht man in die Technikgestaltung. Das heißt, zu sagen, ich möchte die kleinen Anfragen an die Bundesregierung durchsuchbar machen, ist sozusagen demokratietheoretisches Problem, was ich dann technisch ermöglichen kann. Und alles andere ergibt natürlich keinen Sinn, bei der Technik anzufangen. Und sozusagen, wenn man mit diesem Überbau, warum man Technik designt, soziotechnische Systeme, Praktiken, sozusagen Problemstellung, wenn man das in diese Richtung sozusagen umdreht, dann glaube ich, klappt es auch. Und dann ist es eben auch nicht ein Narrativ, dass die Technik uns retten würde, sondern es ist ein Narrativ, wir haben, okay, ich will es nicht nochmal sagen. Dann zum Protest. Ich habe manchmal den Eindruck, dass jetzt sozusagen persönlicher, okay, halte mich sehr kurz, Protest ist manchmal auch ein Reflex auf eine gefühlte Ohnmacht. Und dann geht es gar nicht um die Sache. Und ich glaube, sinnvolle Beteiligungsformate, und das muss man, glaube ich, auch als staatliche Struktur erstmal aushalten, dass natürlich der ganze Frust der Jahre weiterkommt, sich nicht beirren lassen und diese Beteiligung machen. Und wenn dann Sachen abgelehnt werden, vielleicht werden sie dann nochmal abgelehnt. Und irgendwann, hoffentlich in einer guten Welt, wird Vertrauen aufgebaut. Und dann ist das, was ich sozusagen als der inhaltliche Protest bezeichnen würde, der muss natürlich aufgenommen werden. Das tut manchmal weh, manchmal muss man Sachen dann auch nicht machen, einfach wenn die Betroffenen das nicht wollen. Aber das Erste von dem Zweiten zu unterscheiden, das ist, glaube ich, die erste Aufgabe. Okay, danke. Super. Sibylle? Ja. Vielen Dank für die heiklen Fragen. Wir gucken mal, was wir in 6 Minuten noch schaffen können. Also einmal der Punkt, wie kann Verwaltung auf Zivilgesellschaft einen Zugang finden? Und das ist ja erstmal ein gutes Anliegen, dass es den Bedarf überhaupt gibt. Aus meiner Erfahrung würde ich aber sagen, die Fragen müssen umgekehrt gestellt werden und dann kann Verwaltung schon ziemlich viel verstehen, wie kann eigentlich Zivilgesellschaft Zugang finden zur Verwaltung? Und wenn ich ein bestimmtes Anliegen habe, kann ich nicht einfach rausfinden, welche Institution in der Verwaltung ist dafür zuständig, wie muss ich die Ressorts verstehen. Dann gehe ich über politische Parteien, die dann über einen Parlamentsbeschluss vielleicht Einfluss nehmen auf Verwaltung. Die politischen Parteien sagen, wir haben gerade ein anderes Thema, das können wir jetzt, aber vielleicht im halben Jahr können wir das vielleicht reinbringen. Also das sind ja Riesenhürden für Zivilgesellschaft, um Zugang zur Verwaltung zu kriegen. Und da
da müssen sich ja Prozesse ändern und es gibt ja verschiedene Versuche, wie das auch gestaltet werden kann. Ich habe lange in Hamburg gelebt. Ihr kennt vielleicht die Prozesse der Wunschproduktion, die ja auch ein Zwischentool sind zwischen vielfältigen Interessen einzelner Menschen und dem Interesse der Verwaltung, auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen. Und das ist jetzt ein extrem analoges Verfahren, diese Wunschproduktion. Es steht irgendwo ein Container und jeder kann was zeichnen, was mündlich abgeben, schriftlich abgeben und das wird zu einem Konsensprozess zusammengeführt. Und das greift auch die Frage auf von Dorothee Kleine, was bedeutet das denn für Zeit? Und ihr seid alles engagierte Menschen und wisst ganz genau, Beteiligung ist auch ein soziales Event. Wir versuchen ja immer Formen zu finden, die auch für uns interessant sind, auch inspirierende Begegnungen schaffen. Das ist ja nicht nur Arbeit. Ja? Also es braucht ja Formen, die auch einen Austausch bringen, den wir gerne haben. Und da gibt es die meisten Erfahrungen auf Quartiersebene. Ja? Also politische Prozesse, die beim Gärtnern entstehen. Ja, das ist ja die Grundidee von Urban Gardening, dass es auch ein Ermächtigungs- und ein sozialer und politischer Ort ist. Wie man das auf Stadtebene oder gar auf nationaler Ebene zu Fragen von Endlager führen kann, diese Erfahrung, weiß ich auch nicht. Also meine Hoffnung ist ja immer noch groß, dass wir das, was beim Urban Gardening passiert, auch im digitalen Raum herstellen können. Und da seid ihr auch Crowdsource, das mitzuentwickeln. Danke. Dann Andrea. Ja, vielleicht zwei Sachen. Einmal zu der Frage, wie kann Verwaltung mit Civic Tech oder mit dem zivilgesellschaftlichen IoT zusammenarbeiten. Mir ist da eine Sache aus einem Interview, was ich geführt habe, eingefallen, wo einer der Mitglieder aus einer Initiative gesagt hat, sie würden sich zum Beispiel freuen, um gegen diese Überarbeitung und diese Überlastung von Ehrenamtlichen was entgegenzusetzen, einfach mal einen Honorarvertrag angeboten zu bekommen oder eine befristete Beschäftigung für ein konkretes Thema. Und dann kann es ja auch ein ganz geregeltes Bewerbungsverfahren geben und dann kann eine Aufgabe, die vorher im Civic-Tech-Bereich lag, in die Verwaltung diffundieren und es gibt eine persönliche Schnittstelle auch zur Zivilgesellschaft dann über die Person. Und ich habe nicht die Kompetenz, das zu bewerten, wie gut oder wie schlecht dieser Vorschlag ist, aber ich wollte ihn hier kurz erzählen. Zu der anderen Frage der Legitimierung vom zivilgesellschaftlichen Internet der Dinge. Ich habe das so erfahren, also die erste Studie, die ich kurz angeworfen hatte, hat tatsächlich die übergeordnete Forschungsfrage, was macht Civic Tech Initiativen dauerhaft und nachhaltig? Denn die meisten davon gehen tatsächlich nach kurzer Zeit wieder ein und die Leute hören auf, sich darin zu engagieren, weil sie eben doch nicht genug Zeit haben oder es zu ressourcenintensiv ist. Diejenigen, die langfristig überleben, haben meistens Themen, die wirklich die Leute mitnehmen, also die große Bereiche der Bevölkerung interessieren und wo ein Informationsmangel besteht und die einfach, also ich hatte immer das Gefühl, dass es so selbstregulierende Prozesse gibt, dass wenn sich nicht genug Menschen finden, die sich für dieses Thema begeistern und die sich auch für diese Technologie, also die diese Technologie als sinnvoll erachten, um das Thema anzugehen, dann geht die Initiative auch nicht weiter oder sie ist extrem klein und niemand weiß davon und dadurch beschränkt sich dann auch irgendwie auf eine Art natürliche Weise der Einsatz der Ressourcen und eventuelle Emissionsverbräuche zum Beispiel durch Datenerhebung oder Speicherung oder Herstellungskosten der elektronischen Bestandteile, genau. Gut, ich möchte auch noch mal auf zwei Fragen eingehen. Bottom-up und top-down, wie kann das zusammenkommen? Und dazu möchte ich noch eine ketzerische Sache am Ende sagen. Also aus Sicht von Regierungen ist natürlich oft Beteiligung auch einfach ein Instrument neoliberaler Responsibilisierung, also sprich Abwälzung von Verantwortung auf die Menschen, statt in Zeiten knapper Kassen und fehlender Ressourcen.
werden halt die Freiwilligen eingespannt, die sollen es jetzt richten. Deswegen kann ich zum Thema Klimaanpassung auch nur noch mal ganz klar sagen, mit so ein paar Beteiligungsprozessen wird das nichts werden. Klimaanpassung muss eine kommunale Pflichtaufgabe werden, ausgestattet mit Stellen und Geld. So, und dann kann darüber hinaus, ist es super, wenn die Zivilgesellschaft noch dies und das hinzufügt oder eben auch dafür kämpft, dass fehlende Dinge in solchen Strategien untergebracht werden. Also das ist so mein Konzept, wo ich das sehe. Und eben die Rolle der Zivilgesellschaft ist leider meistens überhaupt erstmal zu erkämpfen, dass eben diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden für Aufgaben, die eben wichtig sind. Zu den protestierenden Menschen möchte ich Folgendes sagen. Also in unserem Projekt Grüne Stadt der Zukunft haben wir uns die Planungsprozesse halt sehr genau angeguckt und haben eben festgestellt, das ist auch Allgemeinwissen, dass natürlich die Beteiligung, die erfolgt immer ganz am Ende, wenn schon jeder Baum auf der Landkarte feststeht und die Haushöhe und alles, dann wird gesagt, oh, jetzt fragen wir mal die Leute, wie sie das finden, dass wir das so alles fertig geplant haben. Also da ist kein Wunder, finde ich, dass die Leute wütend sind und protestieren, weil sie wurden nicht zu Beginn des Prozesses, wo gesagt wird, okay, wir haben ein Problem, wir haben eine wachsende Stadt, wir müssen irgendwo noch mehr Wohnraum unterbringen, wie machen wir das? An der Stelle müsste man die Menschen beteiligen oder wir wollen eine neue Mobilität. Und dann, wo die Bäume stehen, das kann wirklich am Ende die Verwaltung alleine machen. Aber sozusagen bei den grundsätzlichen Fragen muss man eben die Menschen einbinden, sonst stößt man sie vor den Kopf. Und da wäre es eben schön, wenn es da bedeutungsvolle, punktuelle, also ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt alle ständig beteiligen muss, aber dass alle die Möglichkeit haben, bei solch grundsätzlichen Dingen immer wieder eingeladen zu werden, zu wissen, da kann ich jetzt hingehen und mich einbringen und zusätzlich die Verwaltung auch eine Anstrengung macht, eben Leute hinzuzuholen, die eben nicht von selber sich beteiligen können, warum auch immer. Ja, das wäre mein Statement. Ich bedanke mich für die spannende Diskussion, für die tollen Fragen. Wir haben, denke ich, alle da ganz viel von mitgenommen, auch wir hier oben. Und hoffen, wir können viele von den Diskussionen noch weiterführen in weiteren Veranstaltungen hier heute. Danke.